Hey ho und willkommen zurück auf Media Island. Und wir haben noch nicht so viel geschafft, aber wir werden uns bemühen. So, der erste Weg war zum Händler. Und durch alle Türen durch, die wir extra noch nicht durchgegangen sind. War hier sowas? Nee. Hier war auch nur so eine Truhe, Kiste, whatever. Ja, sehr gut. Okay. Hier war nix. Die Tür geht auf keinen Fall auf. Hi. Sorry, but these items here, they're display models, not for sale. Aha. Hast du nur Ausstellungsmodelle? Hey, it's not my fault these Legend of Monkey Island action figures are hot property. My latest shipment got sunk down at the docks just as it arrived. Ich versuche diese Legende zu treffen. Oh, then you need an exclusive Legend of Monkey Island meet and greet ticket. One of which I just so happen to have. Only one in existence. Okay. But I can tell just by looking at you that you can't afford such a sought-after item. Maybe we can work out some kind of deal. Okay, good. Tell you what. If you can bring me my missing cargo, I'll not only give you the ticket free of charge, I'll be able to sell you some other mementos. Deal? Deal. Now, get going. Okay. Damit weiß ich auch direkt. Missionsbuch aktualisiert. Warum das? Frachtverzeichnis. An Bürger von Mili. Frachtkiste mit wichtigen Gütern. 300 Mal Legende von Mili Island Figuren reserviert. Ein Affenreproduktion ausgestopft. Affe. Oh. Ist das Plüschtier gemeint, was der Hund haben will? Weil der sagt ja Affe, wenn ich seinen Knochen haben will. Geschichte der Region. Gebunden. Überteuert. Was sonst? Scheint kaputt zu sein. Achso, der Uhrenturm. Ja. Okay, ich hatte jetzt aber eigentlich eher so... Sorry, but these items here... Hey, it's not... Oh, then... But I can tell you what. Natürlich. Ja, das kann ich mir noch nicht leisten. Das ist ja blöd. Ich habe nur 47. Gibt's mir das für 47? Das niedliche Affenspielzeug? Naja, wohl nicht. Wir gehen trotzdem erstmal noch die Runde rum, bevor wir, und so... hi. You lost? Well, then you come to the right pirates. We know pretty much everything that happens here on Melee Island. Aha, wo bekomme ich etwas zu essen? At this time of night? Well, probably the only place with an open kitchen would be the Scum Bar. But good luck getting inside. Ja, Einkommen war nicht schwer. Der Rest schon. The chef's a real stickler for the rules. If you're not the new assistant cook he's hired, you aren't getting anywhere near the cooking pot. Mm-hmm. Well, you could try begging a gunpowder gummy off of one of the governor's guards, but it might be the last thing you ever chew. Oh, okay. Wo kann man die Aussicht am besten bewundern? Ah, up by the island lookout, no question. There's a pathway that leads to him just outside of the village. Hmm? If the weather weren't so strange lately, you'd be able to see all the way across the island. Okay. Not much reason to head up there, though. Unless you're planning to swindle a few pieces of eight out of the lookout. Ah, okay. Verstehe. War ich ja schon. Ich bin auf der Suche nach einem versunkenen Schatz. Yeah, then you're in luck. A ship full of valuables went down in the harbor here not so long ago. Okay, good. Of course, even if you could find a way to raise its cargo up out of the water, you'd need the proper tools to crack it open. Some parts of the town are still being renovated. Who knows? Maybe you can swipe what you need. Ja, da habe ich schon. Okay, es gibt also viele Hinweise für alle möglichen Dinge. Okay. Hey, du. Oh, those poor doggies. Du scheinst glücklich zu sein? I can't help it. There's just something about these guys that cracks me up. Okay. Was war das mit Hunden?
Well, it's very sad, actually. Oh, es geht um die Hunde da hinten, die Pudel, oder? The governor's guard dogs get tormented by the guards, you see. They've lost all the fire in their little bellies. Hmm. I bet if they scarf down a hearty meal, they'd soon be back to their nasty old selves. Okay. Ach, die brauchen also die Kügelchen. Hey, bist du ein Pirat? Kennst du einige schmutzige Tricks? Of course we do. My favorite is the old top-up trick. Okay. What you do, see, you wait for your shipmate to get distracted. Then you pour some grog from your tankard into theirs without them catching you. Aha. Okay. Mm-hmm. They'll be snoring before you know it. That's when you sneak away and leave them to foot the bill. Ja. Okay, das war wahrscheinlich der Trick für die Scamba, um die Leute da zu kriegen. Hey, du. Let me guess. Another pirate wannabe looking for easy answers. Well, let me tell you something. We love pirate wannabes looking for easy answers. Natürlich. Geht diese große Uhr richtig? I highly doubt it. The governor hired a man to wind the mechanism, but most days he falls asleep in the scum bar and forgets. He's going to lose the clock tower key one of these days, and then, well, I suppose not much will actually change around here. It's always grog o'clock. Natürlich. Ich bin wegen einiger später Einkäufe hier. Ah, Night Owl, eh? Well, the general store's a little ways down the high street, but the storekeeper charges a pretty penny for his wares. Es kann sein, dass ich wenig Geld habe. Well then, here's a little tip from me to you. Pirates can't help but squirrel away their spare change. It's sort of what you might call one of those compulsive reflexes. Na klar. You should check all the crates and barrels you find. You never know when you'll stumble upon someone else's pieces of eight. Kisten und Fässer. Das gefällt mir nicht. Ihr seid ein verdächtig aussehender Haufen. Ja, obwohl, Fässer, ja. Auf manchen Fässern lagen ja einzelne Münzen. Passt schon. Ihr seid ein verdächtig aussehender Haufen. Of course we are. Salty old pirates through and through. But on Melee Island, that's to be expected. Most folks don't bat an eyelid at day-to-day skullduggery and the occasional keel hauling. Now, the really rotten apples, they get taken to the town jail. That old place has seen better days, though. I'm amazed the walls haven't collapsed. They say the governor hired someone to fix up the place. Last time I saw him, he was having an argument with the guards. Some kind of pay dispute. Hmm. Welche Art von Lohnstreit? They didn't want to. Eventually, they dragged him away and there was a ruckus. Lots of screaming and falling and such like. The poor sap never even got to pack away his tools. Naja, wieder ein Hinweis auf das Tool. Okay, okay, okay. Haben wir euch? So. Du bist immer noch, Wait just a second. By order of the governor, that means this shop. Natürlich. Das bleibt beim Alten. Das auch bestimmt. Yep. Das bleibt alles beim Alten. Zumindest fürs Erste. Hier brauche ich dann den Uhrenturmschlüssel. Schlüssel. Irgendwo waren noch Türen, die aufgingen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier. Ahoy there, fancy pants. Oh, oh, okay. Hi. Das ist ein Schneider. Ah, hier ist wieder so ein Fässchen. The only general store on Melee Island. The storekeeper gets a little paranoid around pirates.
Then again, I did kind of break into his safe once. Maybe he's got the right idea. Ja. Hat dann vielleicht die Uniform? Das wäre ganz gut. Schwarzpulverlunden. 70 spanische Dollar. Wie viel Geld brauche ich denn hier noch? Those are fuses. You just put one end in something explosive, you set fire to the other end and you put your fingers in your ears. Try not to blow yourself up, fancy pants. Natürlich. Ich gebe mir Mühe. Und die werde ich wohl brauchen, ne? Was haben wir hier? Kosmetiktruhe, Kleidertruhe. Das ist ja der Standard. Oh. Kochuniform. Now that's a special order. Some kind of cook uniform for the scum bar. Probably just a big apron and a silly hat, I expect, but I want rid of it. Are you buying? Ja, das sind aber auch nochmal 45 Dollar. Ich hab doch gar nicht so viel Geld. Willst du mir die nicht schenken? Oh, was ist das? Nicht zum Verkauf. Piratenschwert. Hm. That's the mighty pirate sword used by the legend of Monkey Island. Ah. Well, it's a deluxe handmade replica, anyway. Natürlich. I got some fresh stock coming in. Eventually. Ja. Also, das Arsenal. Ladenbesitzer reden wir gleich. Ich gehe erstmal hoch. Nettes Bild. Nette Blümchen. Viele Bilderrahmen und so weiter. Eine Schatztruhe, die aufgebrochen und leer ist. Warum wohl? Eine Tür, wo ich nicht rein kann, okay. Die sah aber so offensichtlich nach Tür aus. Ein Gummihuhn. That's the rubber chicken with a pulley in the middle. Ultimate Collector's Edition. Ja. It's modeled on the famous contraption used by the legend of Monkey Island. Jawohl. Sold out right now, though. Schade. Oh, es macht Ton? That's the rubber. It's modeled. That's the rich mock. That's the rich mock. Ich bin so begeistert. Ich möchte es haben. Ich möchte es haben. Okay, reden wir mal mit ihm. Vielleicht kriege ich ja irgendwie die Schürze so. Keep your hands off the display cases. I just polished them. Ja, okay, okay. Was verkaufst denn du? Well, all my wares are right here on display, save for the reserve stuff. Feel free to browse around, but don't touch anything. Natürlich. Ich nehme an, dass du Gold akzeptierst. You don't suppose correctly. I deal in pieces of eight, just like everybody else here on Melee Island. Na klar. And before you ask, no, I don't offer credit. Find me some silver or you'll be going home empty-handed. Ja, natürlich. Wie wäre es mit einer Art Tauschhandel? Nice try, but I don't think so. This is a general store, not a pawnbroker. Ja, sehr gut. Ich bin überrascht, dass du noch aufhast. Well, money's still money, no matter what time it is. Okay. Besides, leaving your store unattended on an island full of pirates is usually considered a bad idea. Da hast du jetzt nicht ganz Unrecht. Da hast du auch Erfahrung gesammelt. You have no idea how many swords, shovels and other nautical accessories I had go missing when I was out running my errands. Ja, ein paar. Now there was a time when I might have taken a moonlight stroll to go and see. Mhm. Wait, wait! That's nobody else's business. Ruff! Ja, ich erinnere mich. Ich bin hier, um meine Uniform abzuholen. Oh, so you're the new cook for the scum bar. Nice job burning down that cargo ship. Ja. Well, the costume was never paid for, so if you still have a job to go to, you'll need to settle the bill. Now you best hurry before somebody else makes me an offer. There's a chest over there you can use to change clothes. Free of charge for paying customers. Na klar. Wie wäre es mit ein wenig Privatsphäre? What? Turn my back so you can pocket whatever's in my safe? You must think I was born yesterday. Ja.
Das heißt, ich muss die echt kaufen? Wir warten mal ab. Mach dann erstmal das mit der Kiste und fang mal an, hier Stück für Stück das aufzudröseln, sag ich mal. So, hier hinten hat sich bestimmt nichts verändert. Ich muss den hier nur irgendwie ablenken, damit ich an die komme, die ich den da reinschmeiße, ne? Aber wie lenke ich den ab? Oh, und um an die Münzen zu kommen. Wozu kann ich hier hinter? Kann ich hier irgendein Fass sprengen und das lenkt ihn ab oder irgendwas in der Art? Vielleicht. Aber wir haben hier noch die Kirche. Oh. Geheiligt werde dein Controller. So wie im Diensthals. Danke. Als auch in der virtuellen Welt. Es ist schön, die Monkey Island Mucke in all ihren Varianten Platz nehmen. Okay. Ach, kann ich ja allgemein? Ne, nur vorne. Oder frech. Steht ja auch wieder ein Tintenfässchen? Tatsächlich nicht. Aber da ist noch ein Münzchen. Ich mach mal lieber wieder zu. Omnibus. Warum geht diese Tür nicht zu öffnen? Ich möchte die Kirche bestehlen. In all ihrer Güte. Hm. Schein an. Wie viel habe ich jetzt? 55. Achso, und hier war ja auch noch irgendwas. Besuche Gemischtwarenhändler und mach schnell. Ah, Kochuniform 75, Deluxe-Sicherung, Gummihuhn, Michis Piratenschwert. Keine Rückerstattung, kein Umtausch, keine Ausreden. Ja. Okay, mehr kann ich hier nicht tun, außer mich setzen. Okay. Oder auch hier. Hm. Das ist ja soweit alles ganz nett. Aber auch irgendwie ziemlich egal. Ach, ich kann mich auch hier hin. Ah. Oh, okay. Gibt's denn hier irgendwo ein Tintenfässchen oder so? Nix dergleichen. Na gut. So, ging's hier drüben rein? Nee, oder? Nee. Und du lässt mich sowieso nicht vorbei. Du ein Arsch bist. Und hier brauche ich kleine Dinge. Ja. Mr. Coco. Okay, dann holen wir jetzt die Kiste und bringen die dem Dude. Das machen wir erstmal, weil das kostet uns nichts. Und wir bekommen was. Treiben wir es voran. Ich will so wenig Münzen wie möglich ausgeben, denn ich habe recht wenig und ich brauche recht viel. Ich wüsste auch nicht, wo ich die alle noch herkriegen soll. So. Komm mal her, ja.
Dum 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 dum. So, ich hab da was gefunden. Hey, that's my cargo. I thought it'd be fish food by now. Looks like I'm back in business. Jawohl. This meet and greet ticket will get you an audience with the legend of Monkey Island. Only one in existence, but I'd say you've earned it. Danke. Das hilft mir jetzt aber nur begrenzt, oder? Hm. Gold's no good to me. If you want to buy something, you need to cough up pieces of eight. Preferably not literally. Ja. Du akzeptierst keine Goldmünzen. Aha. Wegen dieser Eintrittskarte. Netter Dings. Okay. Keine Goldmünzen? The Tri-Island Chamber of Commerce specifically banned gold-based transactions in case cursed currency somehow makes its way into the ecosystem. Okay. I heard there was this one ship where the crew had... Well, anyway, only authentic silver pieces are eight, a legal tender on Malay Island. Mm-hmm. Und wo bekomme ich die? What do I look like? A career advisor? Come back when you've got something to spend. Na klar. Oh, and before you ask, I am fresh out of treasure maps. Hm. Wegen der Eintrittskarte für das Meet and Greet. Hey, that transaction has been concluded. I got my cargo, you get your chance to schmooze with the legend of Monkey Island. Na klar. Everything else will cost you. If you see something you like, just ask me about it. Mhm. Ein netter Papagei. What parrot? Er weiß gar nicht, dass er da ist. Hi, Papagei. Okay, 60 habe ich sowieso auch noch nicht. Brauche ich aber auf jeden Fall noch. Und 200 auch. Das ist echt viel. Also wenn die Piraten in der Bar nicht unendlich viel davon haben... Weiß ich nicht, was ich tun soll, weil das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, den Shitter zu kaufen. Now that's a special order. Some kind of cook uniform for the scum bar. Ja. Und die kostet 70, das ist sogar noch schlimmer. Na komm. Ein Plan wird ausgeheckt. Natürlich. Keep your hands off the display cases. I just polished them. Mhm. Okay, Kleidertruhe. Achso, da muss ich jetzt das Ding ablegen, ne? Uniform des Kochs. Ja. Ich bin wunderschön. Keep your hands off. Okay, gehen wir zum Koch und gucken, was wir da jetzt klar machen können. Jetzt, wo ich wunderschön bin, ausgestattet mit Kochuniform. Oh, so you finally decided to show up, huh? Well, you can make yourself useful and start on the meat stew. The recipe's on the table. I'm going on my break. Don't let the customers touch anything. Especially not the grog. Jawohl. Ah. Okay. Rezeptbuch. Verwende dieses Rezept, um das Gericht zu kreieren, das von der Kraft des Mojo durchdrungen ist, um die Stadt der dunklen Magie zu schützen. Du benötigst folgende Zutaten. Für etwas Reichhaltiges und Herzhaftes verwende ein zartes Stück Fleisch. Für eine Caniche Mordantblume gemahlen, um einen zusätzlichen Genuss zu bieten. Nur eine gewürfelte Zwiebel genügt für einen scharfen und würzigen Geschmack im Mund. Ein frisch gefangener roter Hering, einfach so ohne Grund.
Den haben wir ja schon drin. Feingeschnittener Lauch. Dann sind alle schön satt. Meine besonderen Malzbierstreusel zur Abwehr von Untoten. Tue sie alle in den Topf, um mächtiges Festmahl zu schmoren. Serviere rasch, auf dass Mensch und Tier gestärkt sind. Oh, okay, 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 okay. Ich kann nicht durch die Tür gehen. Ah, ich hab doch. Open up. Ja, du kannst Angel ruhen. Ja, das ist zu spät. Das habe ich längst gemacht. Aber kann ich jetzt, wenn ich jetzt den hier nehme und sage, so. Mach mal so. Ja. Na du? Gönn dir. Jawohl. Try that again and you'll be joining the devil for supper. Jetzt ist er am Arsch. Ich kann nicht. Ich kann ihn nicht beklauen. Warum nicht? Ah, doch, jetzt. Jawohl. Oh, 35. Nice. Bist du noch. Nee, der ist durch. Okay. Du möchtest nichts davon. Du auch nicht. Du kriegst auch nichts. Ey, hier. Krug zu leer, um Krog zu teilen. Okay, ich hole noch mal was. Gönn dir. Na? Alle guten Dinge sind drei. Hätte ich jetzt so gesagt. Dankeschön. So. Ihr seid ja eh schon im Arsch. Und von dir kriege ich den Wurmturm-Schlüssel. Und du? Oh, Estefan. What are you looking at me for? Mit dir habe ich noch gar nicht geredet. Ich möchte mich kurz vorstellen. I think you just did. So what brings you to my table? Tatsächlich suche ich jemanden. Well, I bet I can guess who. All the tourists these days, they only want to speak to one man. Well, too bad for you. The governor is a busy fellow. He's got to protect this whole island. Na klar. You could try and make an appointment with one of his guards, but I wouldn't recommend it. Okay. Es scheint hier ziemlich belebt zu sein. This is actually a quiet night. Business is booming ever since the legend of Monkey Island returned. Mm-hmm. Most days you cannot move for people telling stories, singing shanties, or writing questionable poetry about Governor Guybrush. Okay. Was hat denn so Besonderes getan? Listen, if I get started, we will be here for hours. All you need to know about the governor is that he is the greatest pirate ever lived. Das bezweifle ich gar nicht. Crews come from all across the Caribbean just for a chance of meeting the legend of Monkey Island. And most of them end up here.
Ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. If you want to know more, there is a guy selling books in town. But you'll need more pieces of eight than most folks can afford. Ja. Okay, okay. Schon mal was von den Sea of Thieves gehört? This does not sound like somewhere I have been. I mostly stick to the Tri-Island area. Been pretty much everywhere around these parts. Ja. Well, almost everywhere. They say you cannot get to Monkey Island just by charting a course. Unless, maybe, you're the governor. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies nicht wirklich die Karibik ist? I would say you probably hit your head on the door when you walked in. Kann sein. It does not matter where you're from. Nobody here will respect you unless the governor respects you. I'm sorry, it's just how it is. Okay. Wo bekomme ich etwas zu trinken? A drink? Well, you could wait for the cook to notice you, but that could take all day. Yeah. He has been rushed off his feet ever since word got out about the legend of Monkey Island and these pirate wannabes started flooding into town. Yeah. He is convinced if he can find the right combination of ingredients, he can create a signature dish so delicious, the governor will officially endorse it. Oh, natürlich. Well, I heard he'd hired an assistant, but they never showed up for work. They are probably hiding after setting fire to a whole cargo ship. Anyway, if you want grog, just find a mug and sneak into the kitchen. That is what we all do. Ja, so einfach ist es nur auch nicht. Okay, ich brauche aber noch mal einen Grog. Hallo, ich mache meinen Job. Hey, Dorf? Ja, komm, du siehst aus, das kennst du noch. Ja, komm, noch einen kleinen Absacker. Sehr gut. Und damit habe ich den Uhrenturmschlüssel. Den ich natürlich... Komme wieder. Ich muss zumindest schnell die Tür aufschließen. Der Schlüssel sonst irgendwo dann wieder respawnt oder so. Wasser drin? Ah, da ist tatsächlich Wasser drin und RTX ist on. Hä? Wieso habe ich den immer noch? Gibt's hier noch eine Tür? Ja, jetzt bleibt er. Okay, okay, okay. Das machen wir aber später mit dem Uhrenturm. Ich wollte nur den Schlüssel erstmal schnell verbrauchen. Damit wir da safe sind. Ah, hier ist dicht. Okay, okay. Kann ich nichts tun. Auch okay. Und hier gibt es auch keine Münze, die hier rumliegt. Auch okay. Schnell zurück zur Bar. Obwohl wir auch schon wieder über der Zeit sind. Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge kochen wir erstmal das Ding zu Ende. Ja, da machen wir unseren Job. Als Kochgehilfe. Don't bother me right now. Genießt du deine Pause? I would be, if people didn't keep pestering me with questions. Now scram! Entspann dich ein bisschen. Ja. Okay, eigentlich muss ich ja alles reinschmeißen, ne? Hier ist die Blume. Ja. 18 ist einiges. Ja, der Batzen Fleisch, also eigentlich alles, was hier rumsteht. Naja, gut. Aber das Ganze in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen dabei sein und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann und
Ciao, ciao.